Eines ist sicher, meine Damen und Herren, wir erleben derzeit die dovischsten Zinsanhebungen der Finanzgeschichte. Die Notenbanken heben die Zinsen an und die Märkte schreien Hurra. Und wir haben ein Rätsel zu klären, was da eigentlich gestern bei Jerome Powell los war, der ja so ziemlich alles weggedovischt hat, was da irgendwie an Fragen kam. Financial Conditions, Zinsen, ja, wenn die Inflation nach unten geht, dann könnten wir vielleicht doch die Zinsen senken. All das in eklatantem Widerspruch zu dem, was er selbst und andere Fed-Mitglieder in den letzten Wochen und Monaten gesagt haben. Warum ist das so? Und da gibt es an der Wall Street jetzt eine hochinteressante These, die ich Ihnen mal vorstellen will, weil sie hat Hand und Fuß, aber schauen wir uns das Ganze mal an. Zunächst mal, Paul wirkte nervös, fahrig und so ein bisschen verharmlosend, immer so ganz sanft und ganz in irgendeiner Form die Dinge so weichspülend, hatte ich das Gefühl. Er wirkte auch so ein bisschen als mit bizarren Statements, die teilweise wirklich Kopfschütteln erregten, muss ich sagen. Zum Beispiel die Aussage hier mit den Financial Conditions, die wären doch seit Dezember überhaupt nicht verändert. Das sei doch kein Problem. Normalerweise wäre das die Gelegenheit für ihn gewesen, zu sagen, ja, da haben wir überhaupt keine Lust drauf, das wollen wir ändern. Dann hätten die Märkte wahrscheinlich ein bisschen anders reagiert, hat er aber nicht gemacht. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass er hier auf den Chicago Fed National Financial Index Blick, der von der Fed, also selbst von der Chicago Fed praktisch berechnet wird. Und wenn man den sich anschaut, dann hat er da schon einen Punkt, dass zumindest seit Anfang 2022, also seit Anfang letzten Jahres, die Financial Conditions sich deutlich gestrafft haben. Bleibt ein Rätsel, aber sei es drum. Aber das ist kein Rätsel, meine Damen und Herren. Was Sie hier sehen, das ist, sind die Verluste, die unrealisierten Verluste von Banken, die in den USA und in Europa und weltweit erheblich sind. Warum? Weil wir den größten Crash der Anleihemärkte gesehen haben seit dem Jahr 1770. Mithin sind ja die Renditen im Zeichen des monetären Klimawandels, also des starken Anstiegs der Zinsen, massiv explodiert, nach oben geschossen. Die Kurse der Anleihen allerdings stark gefallen. Jetzt halten diese Banken fast auf der Welt überall, halten natürlich maßgeblich viele, viele Staatsanleihen. Jetzt ist es so, diese Staatsanleihen fallen im Kurs, wenn die Renditen steigen. Das heißt, sie werden faktisch weniger wert. Das heißt, auf der anderen Seite, diese Banken sitzen auf horrenden Verlusten, die sie aber noch nicht bilanziert haben. Die tauchen nicht auf als Verlust. Die ist also noch nicht erkennbar in der Bilanz. Hier sehen wir das mal in den USA alleine, unrealisierte Bankverluste. 770 Milliarden Dollar. Gleichzeitig haben die Banken so wenig Risikopuffer wie seit dem Jahr 2006 nicht mehr, also vor der Finanzkrise. Hier sehen wir, wie sich das Ganze aufgestaut hat, aber hier sehen wir vor allem eben diesen Sell-off bei den Anleihen hier unten in dem Chart. Das ist ein so massiver Verlust gewesen, dass es den in der Form noch nicht gegeben hat. Es gab ja 2022 no place to hide. Man konnte sich nirgendwo verstecken, weil Aktien gefallen waren, aber vor allem auch Anleihen noch drastischer gefallen waren. Was tun? Jedenfalls sagt hier einer, zum Beispiel Jean Boivin, die Fed wird da nicht retten, denn wenn die Inflation hoch bleibt, dann wird sie die Zinsen nicht senken können. Man hatte gestern das Gefühl, Paul war irgendwie wie verwandelt und hat Aussagen getätigt, die sehr, sehr merkwürdig sind. Und das könnte damit zusammenhängen, dass die Banken ein echtes Thema haben. Und das sehen wir hier mal. Die Fed ist ja the lender of last resort. Wenn keiner mehr Geld leiht, also praktisch eine Bank von anderen Banken kein Geld mehr bekommt, dann kann sie in den USA zur Fed gehen und kann sagen, oh, wir hätten da Problemchen, kannst du uns bitte Geld leihen? Dann sehen wir hier, das gab es in der Finanzkrise massiv mit Platzen der US-Immobilienblase. Keiner wusste mehr, wo welche Risiken sind, welche Bank welche Risiken hat. Deswegen hat die eine Bank der anderen kein Geld mehr geliehen und sei es auch kurzfristig. Also musste die Fed einspringen und hat massiv hier agiert. Dann hatten wir im Corona-Crash diese starke Verunsicherung, sprang kurz nach oben, dann aber Zinssenkung der Fed, dann Liquiditätsschüttung in die Märkte. Alles war wieder gut, aber seit die Fed die Zinsen anhebt,
sehen wir, sie muss offenkundig wieder einigen Banken zu Hilfe eilen, die bei anderen Banken kein Geld mehr bekommen. Also bekommen sie die nur noch durch die Fed und wir sehen, das geht immer weiter nach oben, langsam und stetig. Und so wie das ähnlich auch gewesen ist vor der Finanzkrise, bevor das explodierte im Jahr 2008, war das nicht ganz so hoch wie jetzt. Also die Fed muss da offenkundig agieren. Also das könnte vielleicht erklären, was hier passiert, denn wir sehen heute oder wir sehen jetzt zum Beispiel auch die deutschen Banken, Sparkassen in Baden-Württemberg sind die ersten in Deutschland, die 1 Milliarde jetzt mal auf Eigenanlagen abschreiben, vor allem auf Anleihen. Mit der Zinswende ist das ziemlich ungemütlich geworden. Andere Banken in Deutschland, in Europa haben das aber nicht gemacht. Das heißt, die sitzen auf diesen unrealisierten Verlusten. Die BaFin hat neulich schon gewarnt, das könnte ziemlich heikel werden. Und was hilft dagegen? Naja, wenn wir eine Rallye bei Anleihen sehen, wenn wir also fallende Renditen sehen, steigende Anleihekurse, dann werden diese Anleihen in den Bilanzen der Banken wieder mehr wert. Und bums, was sehen wir heute? Die deutsche 10-jährige Staatsanleihe, die ja praktisch die Benchmark für ganz Europa ist, dort die Rendite so stark gefallen wie seit dem Jahr 2011 nicht mehr, also seit einem Jahrzehnt. 24 Basispunkte alleine ging es heute nach unten. Das lag auch an der EZB. Schauen Sie sich mal die 10-jährige italienische an. Minus 43 Basispunkte. Das sind Wahnsinnsbewegungen an den Anleihemärkten, die wirklich schon historisch geradezu sind. Und jetzt kommt noch dazu, Banken sind ja stark auch im Immobilienbereich tätig. Da haben sie viele Kredite vergeben, da finanzieren sie Immobilien. Entwickler. Sie geben Häuslerbauern Kredit und da darf natürlich nicht allzu viel schiefgehen. In Deutschland ist das nicht so ein Problem, weil da eben auch viel Eigenkapital eingesetzt wird, die Banken vorsichtiger waren. Aber in so Ländern wie Schweden, UK, da ist das eine andere Geschichte. Blackstone hat jetzt aus einem Real Estate Income Trust mit einem Volumen von 69 Milliarden Dollar heute mal verkündet, wir werden jetzt keine Auszahlungen mehr zulassen. Das erinnert mich so ein bisschen an die ersten Geschichten mit Bear Stearns damals, wir lassen keine Auszahlungen mehr zu. Manche spekulieren auf einen Immobiliencrash als Katalysator für Zentralbankumsteuerung, dass sie sagen, hey, diese Immobilienmärkte, die Preise sind so stark gestiegen, es entsteht ein Dominoeffekt. Wenn die Preise fallen, müssen Leute verkaufen, die Preise fallen weiter, die Leute kommen immer mehr unter Wasser. Und was passiert dann in einer solchen Situation? Wollen alle in die Sicherheit, in Anleihen, was dazu führen würde, dass dann die Anleihekurse steigen und die Renditen fallen. Aber kommen wir jetzt mal zu dem Geschehen. Wir haben die bullischsten Zinsanhebungen ever und die Zentralbanken bekämpfen Inflation damit, dass sie die Financial Conditions so stark lockern wie scheinbar noch nie. So hat heute zum Beispiel auch die Bank of England gesagt, wir heben noch mal 0,5% an, aber dann halten wir erstmal die Füße still. Und auch Lagarde hat gesagt, ja, im März werden wir auf jeden Fall noch mal 50 Basispunkte anheben und dann gucken wir erstmal. Inflation dürfte weiter sinken, so sagt Jörg Krämer, dass das vielleicht die letzte oder auf der Mai-Sitzung dann vielleicht nochmal ein kleiner Schritt kommen wird. Lagarde hat heute gesagt, nein, wir werden nicht den Zinsgipfel bereits im März sehen, wir werden danach nochmal was machen, mindestens 2 Zinsschritte, so sagen EZB-Quellen, werden wir da machen. Und Lagarde sagt, wir sind noch nicht fertig, Paul sagt, wir haben noch einiges zu tun in Sachen Zinsanhebung, die Märkte sagen, nö, ihr seid so gut wie fertig, deswegen fallen die Renditen so stark, sind die Aktienmärkte so euphorisch. Und wir sehen das, was Lagarde heute, was die EZB heute gesagt hat, ein absoluter Irrweg aus meiner Sicht. Man betreibt jetzt eine Art Klima-QI, man kauft also Unternehmensanleihen, aber bevorzugt da diejenigen, die geringere Emissionswerte haben. Ist schon mal die Frage, wie man das messen will. Aber das ist im Grunde aktive Klimapolitik. Ich finde das sehr, sehr fragwürdig, was da passiert. Und die Frage ist eben, ob mit einer solchen Klimapolitik dann die Energiekosten wieder deutlich steigen und dann die Inflation wieder zurückkommt. In den 70er Jahren hatten wir 3 Wellen, schon vor der Ölkrise, Ende der 60er Jahre, einen deutlichen Anstieg der Inflation. Dann ging es zurück, dann kam die Ölkrise, dann ging es zurück und dann wieder Anstieg, bevor dann im Iran diese Revolution passierte, dann eskalierte die ganze
ganze Geschichte. Und heute hat der neue Chef von Shell gesagt, die Energiekrise in Europa ist noch lange nicht vorbei. Jetzt ist auch die Frage, wie kommen denn jetzt die Inflationszahlen rein? Wir haben gestern einen super dovischen Paul gehört. Jetzt könnten aber im Januar und Februar die Inflationsdaten nach aktuellen Berechnungen von Experten so bei 0,4, 0,5 plus sein. Und das wäre schmerzlich hoch. Paul hat ja gestern gesagt, ja, im Güterbereich, da sehen wir schon Disinflation. Also, was macht denn eine Notenbank, die jetzt eigentlich keine Lust mehr hat, die Zinsen anzuheben, wenn man Paul ernst nehmen würde? Was macht sie, wenn die Inflation jetzt wieder nach oben geht? Dann hat sie gleich das nächste Problem. Und das Problem hat die Fed jetzt eben und haben die Märkte insgesamt oder die Notenbanken mit den immer laxeren Financial Conditions, die Märkte spielen das Jahr 2021, wie Jim Bianco hier sagt. Hast du irgendeinen schittigsten Coin irgendwie, dann steigt der am stärksten. Hast du das schrottigste Unternehmen, so wie Carvana jetzt gestern Schlusskurs in den letzten 5 Tagen alleine 99% gestiegen, Bed Bath & Beyond 45% heute nach oben, obwohl die praktisch komplett platt sind. Das sind übrigens auch die mit am meisten geschorteten Aktien, wie Sie hier oben sehen. Das erklärt sich dadurch, aber es ist natürlich schon auch eine Euphorie neben einem Short Squeeze. Alle wollen jetzt dabei sein. For more fear of missing out, der VIX hat jetzt eine zentrale Unterstützung erreicht. Mal sehen, wie es da weitergeht. Wir sehen den Nasdaq, der jetzt deutlich, das erste Mal seit Jahren, ganz deutlich über sein Bollinger Band ausgebrochen ist. 16,6% seit Beginn des Jahres hat er nun schon zulegen können. Und jetzt halt eben die entscheidende Frage, was passiert mit den drei Dickfischen Amazon, Apple und Alphabet? Hier sehen wir, dass Amazon wohl im Jahr 2022 das erste Mal einen Verlust gemacht haben könnte. Die Schätzung liegt bei minus einer Milliarde, und man hatte vorher im Vorfeld, und das ist ja das alte Spiel der Wall Street, die Erwartungen so weit abgesenkt, dass wer die Erwartungen nicht schlägt, schon ziemlich blamiert dasteht. Jetzt Aussagen von Mike Wilson, der bärisch ist bekanntermaßen gegenüber dieser Rallye. Also hören Sie nicht auf das, was der sagt, genauso wenig wie auf das, was ich sage, meine Damen und Herren. Der sagt ja, die Earnings sind faktisch schlecht. Dann wird gesagt, naja, aber hätte er schlimmer kommen können. Dann sagt er, naja, es ist so, als wenn ein Tornado durch dein Haus fegt und du sagst, ja, wenigstens ist nur das Schlafzimmer total zertrümmert und nicht das ganze Haus. So ungefähr könnte man es vielleicht auch bezeichnen. Hier nochmal, wir berichten ab 22 Uhr bei Finanzmarktwelt über die Zahlen von Apple, Amazon und Alphabet. 4,5 Billionen an Marktkapitalisierung werden da mal eben bewegt, und da ist wahrscheinlich noch ein Stück weit drauf gekommen. Wir sehen Amazon 6% im Plus, Google 6% im Plus, Microsoft, aber auch Apple 3% im Plus. Also da sind nochmal viele Milliarden heute dazugekommen. Es steht also was auf dem Spiel. Interessanterweise sehen wir, dass Gold all die Gewinne jetzt zunichte gemacht hat, die man durch die Paul-Rede hatte, sogar tiefer steht. Wir sehen den Dollar-Index zunächst mit dem Fall, mit den Paul-Aussagen, aber dann doch eine ziemlich deutliche Erholung. Der Dollar ist also plötzlich wieder da, wenn wir nochmal ins Geopolitische kommen. Putin hat heute gesagt, sie bedrohen uns mit deutschen Leopard-Panzern, dann werden wir mehr Dinge schicken als nur Panzer. Ist das eine indirekte Kriegsdrohung? Jetzt ja Blinken, der am Wochenende jetzt reisen wird nach China, der erste amerikanische hohe Offizielle, der dann Xi Jinping treffen wird. Und wenn wir schon bei China sind, der Optimismus über die Öffnung in China ist wahrscheinlich deutlich überschätzt im Westen, wie mein Kollege Doi Enerson hier schreibt. Sichtbar etwa an den Autoverkäufen, die ganz, ganz schwach sind. Das ist nicht so, dass die Chinesen jetzt plötzlich wieder rausgehen und sagen, ja, jetzt kaufe ich mir mal 10 iPhones, die ich mir vorher nicht gekauft habe. Da kann man auch gespannt sein dann auf die Apple-Zahlen, was sie zu China sagen. Und wir wissen ja auch, dass in Sachen Inflation Wohnraumknappheit ist. Gestern hat der größte deutsche Wohnbaukonzern oder Wohnungskonzern Vonovia gesagt, wir werden in diesem Jahr keine Neubauten machen, weil schlichtweg die Kosten zu hoch sind, Material knapp ist etc. Wir kennen alle die Probleme. Dann Jürgen Trittin, unser heißgeliebter Maoist, der dann gesagt hat, naja, könnte es sein, dass es sehr klüger wäre, Vonovia und Co. zu enteignen, anstatt sich an ihnen zu beteiligen. Das ist schon eine harte Nummer und zeigt, wie da ein bisschen die mentale Verfassung ist. Das ist gelebter
Sozialismus, wenn man so will. Und abschließend, meine Damen und Herren, noch drei Empfehlungen. Hier nochmal der eine Artikel mit den Sparkassen. Lesen Sie sich das mal durch, wie das Ganze funktioniert, wie die Logik dahinter ist, warum diese These so aus meiner Sicht valide ist, dass es hier Probleme offenkundig im Bankensektor gibt. Und dann haben wir Vorschauen auf die Apple-Zahlen, wenn Sie also da vorbereitet sein wollen, was wird erwartet, wie, auf was müssen Sie achten, und auf die Amazon-Zahlen. Also drei Empfehlungen. Ich sage bis 22 Uhr reinschauen bei Finanzmarktwelt. Da wird es richtig spannend. Servus und ciao.